Hallo, ihr Lieben da draußen. Mir geht es wieder ein bisschen besser und deswegen kann ich heute ein, zwei Videos aufnehmen. Also nicht verzagen. Ihr müsst noch ein bisschen warten, bis es wieder jeden Tag Videos gibt. Aber ich denke mal, heute und morgen wird es eins geben. Das heißt, ich lade das dann gleich noch hoch. Sorry, dass es ein paar Tage jetzt nichts war. Aber ja, so ist es halt mit der Krankheit. Wir spielen immer noch den FC St. Gallen und wir haben einige Spieler verkauft und wir werden dann einige Spieler kaufen. Bevor ich jetzt aber loslege, muss ich noch was sagen. Ich habe jetzt mal versucht, VR Football auf Parallels Desktop für den Mac zu nutzen. Sieht erstmal ganz gut aus. Ich habe, keine Ahnung, heute Morgen schnell ein paar Tests gemacht, beziehungsweise am Nachmittag schnell. Und deswegen habe ich gesagt, komm, jetzt habe ich das gemacht, den Test, jetzt kann ich den gerade mal versuchen aufzunehmen und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze unter Parallels Desktop läuft. Wenn das nicht so funktioniert, wie ich möchte, dann werde ich natürlich wieder zurückschwenken auf meine virtuelle Maschine, also aka Shadow. Aber wie gesagt, ich versuche es mal so. Gerade noch ein Glas Wasser hingestellt. Ja, Büroauslastung ist 63 von 70, das passt, Status okay. Verbesserungsvorschlag wäre noch der Trainingsplatz, könnten wir auch noch machen. Und oder wir schauen einfach mal, ja, eins nochmal an, ich weiß gar nicht, was alles noch passiert war. Wir sind konditionell im A, Punkt, 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 aber das wird sich wieder legen, da bin ich mir sicher. Ja, auch hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Jordi Quintilla, Stefanovic, okay. Wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir klicken mal hier rein. Ich hoffe, das geht alles von der Geschwindigkeit, so wie ich mir das vorstelle, unter Parallels Desktop auf meinem iMac M3. So, jetzt wisst ihr auch, was für ein Mac ich habe. Ach ja. Wir haben 1, 2, 3 Torwarte, wir haben 2 Linksaußen, wir haben 2 Rechtsaußen, wir haben 4 Innenverteidiger. Sieht ja eigentlich ganz gut aus, aber ich muss jetzt eigentlich mal ändern. Ich muss sagen, hey, nächste Transferperiode, das macht mehr Sinn. Oder soll ich gleich sagen, nächste Saison, das sieht nämlich so aus. Uiuiui. Eieiei, da müssen wir auch noch ein paar, also 2026, dann nächste Saison, müssen wir noch ein paar Verträge verlängern, sonst ist Schluss oder einfach noch ein paar neue Leute kaufen. Aber nächste Transferperiode haben wir eben das, was ich gesagt habe, wir brauchen noch einen defensiven Mittelfeldspieler, wenn wir das wollen. Rechtes Mittelfeld könnte man so lassen, aber die können ja eh alles spielen, die guten Leute hier. Offensives Mittelfeld, Linksaußen, Stürmer, alles da. Das heißt, ich werde mal versuchen, noch einen offensiven Mittelfeldspieler und einen defensiven Mittelfeldspieler zu bekommen. Das können wir gleich mal machen. Wir haben ja noch ein Transferbudget von 10,5 Millionen. Das heißt, da geht sicherlich noch der ein oder andere, den wir kaufen könnten. So, ich habe mal das Fernglas geklickt. Sieht erstmal so aus, als ob das alles etwas länger dauert als in meiner anderen virtuellen Maschine. Aber wie gesagt, tut erstmal nichts zur Sache. Ist ja nur ein Test. Und ihr seid jetzt einfach bei dem Test live dabei. Auch nicht schlecht, oder? So. Da sind wir auch schon. Spieler scouten verpflichten. Okay, der Tavernier 10,5 sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, kann ich mir nur nicht leisten. Deswegen. So, defensives habe ich gesagt und offensives Mittelfeld. Dann gucken wir doch mal hier bei offensive Mittelfeldspieler. Würde ich sagen, da können wir sogar noch raufgehen hier. Bis dahin nur Spieler auf der Transferliste wären dann diese hier. 4 Millionen, 8 Millionen, 4,4 Millionen. Und 5,2 Millionen. Der hat 9,6. Der wäre gar nicht mal so schlecht. Der hat 9,2. Der hat 9,2 und 9,0. Gut, Form weiß ich jetzt noch nicht. Den Rest auch noch nicht. Aber das tut erstmal nichts zur Sache. Er hier wäre mir am liebsten. Würde 4 Millionen kosten. Die Frage ist, kommt er oder will er? Wir gucken einfach mal. Wir machen einfach mal
ein Transfergespräch oder schauen wir mal Spieler ohne Vertrag. Okay, das wäre dann einer. Okay. So, möchten Sie offiziell mit dem Verein über einen Wechsel die nächste Transferperiode sprechen oder illegal? Spieler. So, der Ergänzungsspieler möchte nicht mit Ihnen sprechen. Hier ist besonders viel Mühe nötig. Sie müssen zwei Aktionspunkte investieren, wenn Sie trotzdem ein Angebot machen wollen. Okay, machen wir doch mal. Und dann können wir mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich nicht. Okay, aber das auf Parallels Desktop scheint es doch ein bisschen länger zu dauern, alles. Oder liegt das einfach nur. Eigentlich, nein, es liegt schon daran, aber das ist auch, wie gesagt, jetzt für die paar Aktionen, die wir machen, noch vollkommen in Ordnung. So, dann haben wir ihn hier geguckt. Dann habe ich gesagt, möchte ich doch noch einen defensiven Mittelfeldspieler oder schaue ich mir doch noch einen offensiven an? Schwierig, schwierig, schwierig. Er wäre halt auch noch gut mit 9,2. Kostet aber gleich 8 Millionen. Da schaue ich doch lieber, dass ich ihn hier noch frage. Und hier frage ich mal den Verein. Einfach mal gucken, was die so wollen. Wahrscheinlich wollen die so viel, dass ich das gar nicht bezahlen kann. Und deswegen, ja, wird dann das Ganze nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Aber das tut jetzt auch nichts zur Sache. Probieren kann man das Ganze ja mal. So. Ja, aber das mit dem Parallels Desktop, dass das hier zwischendrin immer so lang dauert, es nervt mich ein bisschen. Deswegen werde ich wahrscheinlich, ich sage wahrscheinlich in Anführungsstrichen, wieder zurückwechseln. Aber das sehe ich dann. Jetzt erstmal die ersten halben Stunden hier. So, haben wir denn hier irgendwas? Okay, da haben wir was. Das ist lustig. So. Nur Spieler ohne Vertrag findest du halt dann so gut wie keine, ne? Also die nicht auf der Transferliste sind. Dann haben wir den 23-jährigen defensiven Mittelfeldspieler mit 8,1 und wir haben einen 7,4er, der nicht ganz so stark ist. Lasst uns doch mal ihn hier auch anfragen. Einfach mal gucken, was die sagen. Ich will es ja nur wissen. Dann werden wir Ati Sigi auch noch ein Vertragsangebot unterbreiten. Hätte ich mal gesagt, um zu gucken, ob er länger bleibt. Kann man ja mal machen. Also im Endeffekt alle Spieler mal anschauen, welche wir behalten wollen, die 2025 noch gehen werden. Ja, können wir gleich mal machen. So, dann gehen wir hier raus. Hier ist nichts wirklich, wo ich sage, das ist, ja, hier vielleicht, aber ja, er will eh nicht mit uns reden. Meine zweite Mannschaft, so schön wie es ist, ist auf einmal wieder da. Also einige, nicht alle. Und ja, ich finde ja ihn hier immer noch gut, aber er ist ein bisschen, naja, er mag nicht immer reden, wenn ich das richtig gesehen habe. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Geht da noch was oder geht da nichts mehr? Ich muss gerade überlegen, was wir alles noch tun sollen, können, werden, machen. Ja, das passt schon. So, Sodalö, sage ich mal. Wir gehen einfach mal weiter. Freundschaftsspielen möchte ich nicht. Die Gehaltserhöhung können wir gerne einplanen für den guten Mann. Und ja, das war's dann. Jetzt ist die Frage, Zweikampf und Einwürfe. Machen wir das doch mal. Zweikampf. Ich finde es ja schon lustig, dass es auf Parallels Desktop ein bisschen läuft. Ich finde das richtig gut, weil ich hatte Parallels Desktop vor Jahrhunderten mal genutzt. Und da ging so gut wie gar nichts. Und jetzt läuft das ganze Spiel eigentlich auf dem Mac recht flüssig unter Parallels Desktop, was ja eigentlich recht nice ist. So, das sieht gut aus. Kann ich da nicht noch was ändern? Mich stört das gerade. Zuschauer, letzte Spiele brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Ah, hier haben wir die Tabelle E. Das passt schon. Nehmen wir die hier. Okay.
Dann gehen wir gleich mal weiter und gucken mal, was da so passiert. Und ja, ich muss auch mal was anderes noch trainieren, damit wir da ein bisschen hochkommen. Mache ich auch noch. Bis 2029 kann der bleiben, wenn er möchte. Dann akzeptieren wir die Forderung. Ich hätte noch verhandeln sollen, aber ist egal. Die Spieler sind jetzt gerade eher wichtiger. 17 Tage sind es übrigens noch bis zur internationalen Gruppenphase. Das heißt, da ist wohl die EM. Muss wohl so sein. Oder was anderes. Naja, egal. 5 Millionen. Roberto Lopez, offensiver Mittelfeldspieler. Echt jetzt? Ablöse von 5 Millionen. Will ich das bezahlen? Kann ich das bezahlen? Ich versuche mal auf 3,4 zu gehen. Okay. Die sagen 4 Millionen. Dann sage ich 3,6. Viel hat nicht gefehlt, aber weiter können wir nicht runtergehen. Ja, 3,8. 3,8. Letztes Angebot. So, tschüss. Das war's dann. Das heißt, er kommt nicht. Auch okay. So, dann kommen wir doch mal zur illegalen Vertragsverhandlung. Schauen wir uns doch das mal an. Der wird spielen bis 30. Verlängerung etc. mache ich jetzt nicht. Handgeld 4,8 Millionen. Das ist einfach nur so ein, auf gut Deutsch sagt man Gschiss. So, 4,4. Oh, echt jetzt. Der ist ja gar nicht mal so schlecht. 4,2, 4,4. Ja, komm, lass uns den Vertrag unterschreiben. Weil der sieht gut aus, finde ich. 9,6er wird noch ein paar Jahre bei uns durchhalten. Das ist gut so. So, und dann haben wir noch Kartal Yilmaz, also Nürgün Secher, kommt auch von Beşiktaş, möchte 1,7 haben. Die Budgetbelastung ist 1,7, das Restbudget ist 6,3 Millionen. Der hätte 8,1. Hatte man nicht uns etwas mehr versprochen, obwohl ich 8,1 jetzt auch gut finde? Das wäre eine Ablöse. Das habe ich gar nicht geschaut. Schlecht ist er ja nicht, ne? 1,5. Echt jetzt? 1,6. Ja, komm, sag zu. Jawohl, 1,6 ist okay. Machen wir. Dann schauen wir mal, ob wir den Spieler dazu bringen, bis 30 zu bleiben. Der will nur 1,3 Millionen Grundgehalt. Ist das nicht schön? Und nur 660.000. Da ist irgendwas im Busch. Irgendwas ist da im Busch. Der will eh eine Erhöhung. Ich weiß das jetzt schon. So. Sehr schön. Kommen wir unterschreiben den Vertrag, haben noch 3,1 Millionen, können dann also nochmal schauen. So, es gibt eine geheime Krisensitzung beim FC Sion. Da sind wir mal gespannt. Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geschaut. Habt ihr auf die Uhr geschaut? Wann ich denn angefangen habe aufzunehmen? Ich gucke mal ganz schnell. Ja, 14 Minuten sind schon rum. Deswegen hat es auch kurz gewackelt, als ich kurz zu OBS geschwenkt bin. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Spiel mit. So, Schwalben sind sehr stark im Kommen, sehe ich hier gerade. Oder sind das... nein, das passt schon, okay. Sind nicht Schwalben. Wir spielen nicht mit Schwalben. Machen wir nicht. Niemals. Stufenänderung. Felix Mambimbi. Habt ihr am Wochenende St. Gallen gegen IB gesehen? Eieieiei, war das ein Match. St. Gallen führt 2-0. Ja, IB hat drei Chancen. Eigentlich waren alles drei Tore. Eins wurde aberkannt durch den VAR. Und ja, alle anderen zwei, ja, ich weiß nicht. Wie kann man nach einer 2-0-Führung
einfach nur offensiv weiterspielen und nicht versuchen zu verteidigen. Ich weiß schon warum, weil man nichts in der Verteidigung hat außer Valci und deswegen hat das nicht so geklappt. Naja, so, Sion gegen St. Gallen. Ich wundere mich gerade, wo meine Wappen hin sind. Das heißt, das wird wohl auch ein Manko sein von Parallels Desktop, obwohl ich dort auch schon die Wappen gesehen habe. Sehr strange. Ich glaube, ich werde dann wieder nach diesem Let's Play wechseln auf mein übliches Programm, beziehungsweise ja, einfach mal gucken. Ich bin halt so ein Technik-Freak, mich interessiert das alles und deswegen Parallels Desktop, ja, schlecht ist es ja nicht. Schlecht ist es ja nicht. Wo sind meine Wappen hin? Leute, ihr wollt mich doch veräppeln. Hundertprozentig wollt ihr mich veräppeln. Und ich habe mich schon gewundert, wieso, weshalb, warum. So, wenn ich mir das Ganze mal anschaue und dann mal schaue, hier schaue. So. Gut, den Blumen brauche ich nicht unbedingt. 100% hoch. Auflösung ist monitorgerecht. Passt eigentlich. Ja. Alles top. Ich finde es lustig gerade. Aber ja, egal. Ich weiß schon. Ich schaue es mir nachher gleich nochmal genauer an. Kann ja nicht sein, das hier, ne? So, wir gucken mal. Finanzabteilung sollten wir auch mal nachschauen. So, dann haben wir das Spiel gegen Sion. Machen wir das jetzt noch ohne die Wappen oder machen wir das mit die Wappen? Ich weiß es nicht. Ich mache es mal ohne Wappen. Ich denke mal, für das eine Let's Play hier funktioniert das schon. So. Wir haben Gegenpressing, Freistöße, sieht ja eigentlich gut aus. Dribblings sollte ich mal irgendwann noch machen. Ja, wir brauchen, da brauchen wir gar nichts. Wir brauchen den Ausdauerlauf. Okay, das ist, man sieht schon, dass das nicht das ist, was ich möchte. Ich werde auf alle Fälle wieder wechseln zum anderen, weil das nicht so läuft. Dann nehme ich lieber ab und zu ein paar Ruckler in Kauf. Aber das dauert mir einfach zu lange. Deswegen funktioniert das nicht so, wie ich möchte. So, dann machen wir hier statt dem kontrollierten Umschaltspiel machen wir Auslaufen. Und da können wir über Unterzahl eigentlich lassen. Und dann schauen wir mal. 10 Tage sind es noch bis zur Gruppenphase, aber wir nehmen jetzt erstmal da den 6. Spieltag gegen Sion noch mit. Und ja, im nächsten Let's Play haben wir dann wieder Wappen. So, Nino Weibel hat sein Trainingsziel erreicht, welches Robustheit ist. Gut, viel gibt es da nicht mehr zu trainieren bei dem jungen Mann. Scheint wohl nicht der allerbeste, talentierteste Jugendspieler zu sein, aber er ist gar nicht mal so schlecht. Aha, okay. Belarus gegen Deutschland 2-2. War ausverkauft. Wer hat denn da die Tore gemacht? Joshua Kimmich. Vorlage Füllkrug. Okay. Aber was für ein Spiel ist das bitte? So, dann wurde gewechselt. Dann gab es Weiser. Okay. Also Mitchell Weiser hat es gemacht. Strange. Die Schweiz ist Zweiter, Deutschland, Belarus, Georgien, Erster, Norwegen. Naja, die Schweiz hat 2-0 gewonnen gegen Georgien. Ja, zum Glück ist das nicht in echt so. So, die Weiterbildung wieder mal schön mitgenommen hier. Managerpunkt erhalten. Beobachtung erfolgt. Aber das finde ich gut an Steam. Das heißt, wenn du bei Steam Savecams hast, beziehungsweise deine Cloud hast und du speicherst ein Spiel, werden deine Spielstände eben auch mit übernommen in die Cloud und ebenfalls auch wieder heruntergeladen. Das finde ich, wie gesagt, sehr gut. Das heißt, du kannst, du verlierst eigentlich nicht viel. Das Einzige, was ich hier vorher gemacht habe, ist, ich habe die Porträts der Spieler aktualisiert auf Parallels Desktop. Vorher waren die Wappen da. Ich habe dann aber nicht geschaut, ob die Wappen praktisch
weg waren oder nicht. Also wie gesagt, ist schon lustig. Wir spielen einfach mal ohne Wappen. Ist okay. Wenigstens das eine Spiel. Und ja, ich denke mal, ihr nehmt es mir nicht übel, oder? Wir haben die regelbasierte Aufstellung. So, Co-Trainer macht mal komplett das, was ich auch machen würde. Wir sind halt nicht mehr allzu fit, wollte ich sagen, aber wir haben 89, was gut ist. Das heißt, wir werden rein theoretisch dieses Spiel gewinnen. Wir spielen natürlich nicht extrem offensiv, macht keinen Sinn. Wenn, dann spielen wir kontrollierte Offensive. Und zwar werden wir neutral anfangen, werden variabel spielen. Sorry fürs Husten. So ganz fit ist er halt noch nicht, aber zum Fußball reicht's. 6,3 in der Mitte, ich bitte euch. Das heißt logischerweise, dass wir 50% werden wir hier rüber schicken. Circa. Dann circa 30 hier rüber. Es wird gleich nochmal weniger. 7, 3, gut, aber trotzdem machen wir hier 45. So. Das sieht doch gut aus. Konter, Distanzschüsse könnte man noch ein bisschen hoch machen, auch wenn ich sie nicht kann. So, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Mich würde ja nur interessieren, ob jetzt auf Parallels Desktop auch die anderen Sachen laufen, also eben dieser 3D-Modus etc. Wir geben unseren Jungs natürlich ein bisschen Geld mit. So, wir gehen diese Sache konzentriert an. Das wird dein Tag, guter Freund, und auch deiner. Alles andere, denke ich, passt. Es gibt keinen trainingsfreien Tag, warum auch? Und dann schauen wir mal. Los geht's. Wird der 3D-Modus laufen auf Parallels Desktop? Ist übrigens keine Werbung. Das Ding kostet ja auch ziemlich viel im Abo. Aber wenn es läuft, ist es gar nicht mal so schlecht. So, 2 Minuten sind rum und da haben wir auch schon einen Angriff für Sion. Und da ist der Ball drin. François Moubandji. Was? Hat das Tor gemacht. Sollten wir dann doch wohl eher wieder wechseln auf Offensiv? Wir werden es gleich sehen. Vielleicht wachen unsere Jungs ja auf und dann können wir mal weiterschauen. 15 Minuten rum. So, Angriff St. Gallen. Über. Ja, da ist er, der Witzig. Der war gar nicht mal so schlecht. Thomas was? Da ist hier ein Thomas. Aber der Lindner, der Heinz Lindner hat einen kalten. So einen aber auch. Uns bleibt nicht bei dem 1 zu 0, das verspreche ich euch. Aber wir haben nur einen einzigen Teamspieler, das ist der Goebbels. Der Mambimbi ist der einzige Artist bei uns. Ansonsten nur Anführer. So, gelbe Karte, Albert Walci. Ich finde das gerade voll lustig. So, nochmal Angriff St. Gallen. Ohne Wappen sieht das Ding echt doof aus. So, Ball abgenommen. Sehr schön gemacht. Und da ist er drin. Willem Goebbels hat es gemacht. Sein drittes Tor. Vorlage Bastian Thoma. Sehr schön. Steht 1 zu 1. Man muss sich ja nicht überanstrengen. Aber Sion lässt das nicht durchgehen. Oh, der war auch schön. Aber drüber, beziehungsweise gehalten von Lawrence Atitigi. So geht das. Sehr schön. Logisch liegt der Heimvorteil natürlich bei Sion. Uff, knapp über das Tor. Theo Berdajes in der 36. Minute. Wir haben eine Teamstärke von 111. Müsst ihr mal überlegen, wir sind Erster in der Liga, logischerweise. Das kann nicht sein, dass wir da sowas von nur 1 zu 1 spielen. Aber gut, wir spielen auch nicht wirklich sehr, ja, wie sagt man? Wir spielen nicht wirklich sehr hart. Hier wichtig ist, dass man sich niemand verletzt. Das sagt schon alles. So, kontrollierte Offensive. Ich möchte die Taktik ändern. So, wir spielen jetzt offensiv. Kontrolliert offensiv lasse ich. Dann werden wir mal schauen, was die Noten angeht. Die Noten sind eigentlich durchwegs okay. Das heißt, wir könnten jetzt auch mal ein paar Spieler loben.
Sollen wir das tun? Ja, ich glaube schon. Und zwar Sergio mit 3. Oder nehmen wir erstmal hier Höbbels für das Tor. Du spielst super. Der sagt, okay, er fand seine Leistung gut. Also okay, nicht gut. So, Lukas Görtler, Albert Walci. Du spielst gut. Bam. Fand seine Leistung ebenfalls okay. Ich werde noch nicht wechseln, das machen wir dann erst nachher. So, einfach mal hier bestätigt. Ah, okay, er macht gerade was. Und los geht's. So, wir haben einen Freistoß. Jordi Quintilla. Ball kommt gut. Er hat sich richtig schön reingedreht, aber Heinz Lindner sagt, ja, noch nicht mit mir, ich bin da. Da ist er wohl, der Lindner. So. Und weiter geht's. Das war die 47. Minute und wir drücken gleich noch nach. 49. Minute. So, da ist er da witzig. Aber Felix Mbembe knapp über das Tor geschossen. Eieiei. Aber es sieht gut aus für uns. So kann es weitergehen. Jetzt nur noch eine Stärke von 110 und der Gegner 76 bzw. 79. Jetzt hat er 77, also es ändert sich schon sehr, aber das ist auch abhängig von der Müdigkeit der Spieler. So, ah, der muss doch mal drin sein hier. Sergio, schön gemacht, aber da war er wieder, der Lindner. Der Florian, ne, der andere. Dennis Villepojat. Karton. So. Wenn wir gleich wechseln in der 70. Jawohl, ich habe mal Pause gedrückt. Und wir werden hier ein bisschen den Hahn nach oben drehen. So. Auswechslung. Wen nehmen wir jetzt rein? Das ist eine gute Frage. Ich würde ja sagen, wir werden mit Hennen spielen. Jetzt ist die Frage, soll ich Höbbels rausnehmen? Nein, ich nehme Mbembe raus. Dann gibt es einen reinen Zweiersturm, nämlich mit Höbbels und David Hennen mit 6-7. Passt. Dann mache ich Witzig auch noch raus und mache für Witzig. Wo ist er? Ja, ich könnte Faslici reinbringen. Hat auch schon lange nicht mehr gespielt. Oder ich nehme einfach Stefanovic. Ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Das heißt, dann haben wir hier 4. Auch okay. Lukas Görtler. Ja, den Rest lasse ich mal so. Funktioniert so auch. Alle im Mittelfeld spielen den vorne den Ball zu. Also Hennen und Höbbels. Und dann bin ich mal gespannt, ob da noch was passiert. Ja, das mit dem Wappen nervt mich jetzt. Hätte ich auch vorher drauf kommen können, einfach mal zu gucken, was mit den Wappen ist. Da hast du einmal den Editor genutzt, um die Porträts hochzuladen. Schon sind die Wappen weg. Nicht normal. So, Höbbels über links. Gib dem Ball etwas weiter auf Quintilla. Aber das ist wieder der Flori. Der Flori bzw. aka Heinz Lindner. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Florian. So, 82 Minuten rum. Angriff St. Gallen. Ich sage ja, es bleibt nicht bei dem 1 zu 1. Wir werden noch eins machen. Ich sag's euch. So, das ist Görtler. Görtler gibt den Ball ab und unterbindend gab Maxime Dubosson an, dass der Ball ihm gehört. Sowas aber auch. So, es wäre schön, wenn wir das gewinnen. Nochmal St. Gallen in der 86. Minute. Ich gehe mal auf Pause, um die Taktik noch zu erhöhen. Und jetzt hat Thomas den Ball einfach mal vorbeigeköpft. Geht's noch? Bitte. Bitte, bitte, bitte. Das kann ja nicht sein. Einfach mal den Ball vorbeiköpfen hier. So. Da machen wir noch einen drauf. Wir gehen auf Taktik. Gehen jetzt auf Angriffsfußball mit kurzen Pässen, äußerst offensiv. Werden jetzt die Flügel etwas verstärken. Macht auch Sinn, auch wenn wir hier zwei weniger haben. So, 12, 20, 4. Bam. Das sieht gut aus. Soll ich nochmal wechseln? Ich weiß es nicht. Es sind ja nur noch knapp 7 Minuten, würde ich sagen.
So, wir könnten jetzt noch Diaby bringen für Walchi. Wir könnten Sandholm bringen für Görtler. Wir können ihn hier bringen. Möller noch für Goebbels. Vielleicht tut sich da noch was. So, und das war's. Keine Wechsel mehr möglich. Das heißt, Möller ging gar nicht mehr. Aber okay. Mann, es ist auch ein 1 zu 1. Ist für mich auch in Ordnung. Ist ja immerhin ein Punkt. Aber wir werden sehen. Vielleicht geht noch was. Gar nicht mehr allzu lange hier. So, ich habe gedrückt. Und wenn ich drücke, dann mach. So, 89, 90, 91. Das wird es wohl gewesen sein. Yep, es endet 1 zu 1. Immerhin etwas. Mehr sage ich dazu nicht. Wir bleiben an Platz 1, haben 3 Punkte Vorsprung. Ein Punkt für den FC St. Gallen, aber nur einer. Sowas aber auch. Und ja, was soll ich sagen? Der Teamfortschritt ist da, der Konter ist ein bisschen gestiegen. Unten auch dann die flachen Hereingaben. Da kannst du gar nicht viel machen. So, ich habe unzufriedene Spieler. Okay, Diaby, weil er wegen seinen Einsatzzeiten unzufrieden ist. Okay, dann streng dich im Training an. Wir können aber auch versuchen, mit ihm zu reden. Das werde ich dann einfach mal tun. Aber erstmal gucken wir, dass Gerhard Strube hier seine Beachtung findet. Einen Stern aufgestiegen. Sehr schön. So, und dann haben wir als nächstes St. Gallen gegen den KF Tirana in der Conference League. Und dann haben wir ja die Young Boys zu Gast im Kibun Park. Aber das alles dann im nächsten Let's Play. Ich werde einfach mal schauen, dass ich bis dahin auch wieder die Wappen dahin habe, wo sie hingehören. Ich habe noch nie ein Let's Play gemacht, wo so viel schief ging. Aber das liegt auch daran, dass ich viel ausprobiere, beziehungsweise ja, ausprobieren möchte. Ich denke, das ist für euch auch okay. Also, ich sage jetzt mal ciao, wünsche euch nur das Allerbeste. Man sieht sich bis zum nächsten Mal. Für euch am Mikro war der Frank.